Also Tyvana ist ja ziemlich schwach, was wegen Ganken zu tun hat. Sie hat ja nichts. Sie hat kein Slow, sie hat kein Stun, sie hat kein Knock-Up. Was soll das jetzt heißen? Also das ist... Willst du jetzt irgendwas an meinem Shyvana-Play von letztem aussetzen? Du warst jetzt schnell von A nach B da. Ja, klar. Und Exhaust ist für mich dafür da, damit ich besser ganken kann. Ja. Also ich kann dadurch nicht nur einmal ganken gehen, alle, was war das? Vielleicht alle 2 Minuten? Oder jede 1,5 Minuten, bis die Ulti wieder ab ist? Ich kann sogar schon ab Stufe 4 ganken kommen. Ja. Weil du bist ja erst ganken gekommen, wo du deine Ulti hattest. Nein, das stimmt nicht. Stimmt, du hast dich ganz kurz Topling geblickt. Ja, ich wollte... Ach nee, Botlane war ich wollte mal Botlane zeigen, so, hi, da bin ich. Ja, hier, guck mal, ich will auch mal Präsenz zeigen. Guck mal. Cool, ne? Ja, genau. Ja, und jetzt genau gegen meine Shyvana-Plays irgendwas sagen, meine Premium-Plays von letztens. Premium? Die waren so Premium, da verlangen die Leute ihr Geld zurück. Payback. Ich glaube, die Fußgänger in der Fußgängerzone, ja. Premium kann man das so nennen, ja. Das gebe ich zu, ja. Voll geil, ich habe eine Ari in der Mitte. Ari, immer eine gute Suppe. Ich habe nichts mehr zu trinken hier. So, Ari, AP, Ari, AP, Ari. Oh Mann. Ich brauche einen eigenen Kühlschrank hier, glaube ich, neben dem Rechner. Ja, da habe ich mit meinem Vater auch schon gesprochen. Hier, Papi, ich brauche mal einen Kühlschrank, so einen kleinen Mini-Kühlschrank. Mhm. Nee, kriege ich nicht. Muss ja nur, du musst jetzt jedes musst Mal ausstehen. Ja, du musst dir ja einfach überlegen, wenn du wirklich einen Kühlschrank, also wenn das der Raum ist, wo du auch pennst, ne? So ein, achso, ja, in dem Fall schon. Ja, ja, dann der Kühlschrank, der macht nachts Geräusche, wegen der Kühlung und so. Du, so cool ist. Das macht gerade gar nichts. Also ich habe hier momentan ganz viele Frösche, die machen ein Konzert. Achso. Ja. Oh, das. Und die Teile sind nicht klein, die sind ziemlich groß. Also sind das diese Budweiser-Frösche? Kennst du das aus dieser Werbung, aus der amerikanischen Werbung? Wo dann diese 4 Frösche da an diesem See sitzen und der eine so Budweiser. Ja, ja, ja. Genau. Diese fetten Kröten da. Ja. So, machen wir denn. Nehmen wir das mit und das mit und das mit. Und dann sollte das doch gehen. So. Standard Item. Man fängt mit den W an, nicht mit den Q. Ja, was habe ich denn? Also ich glaube, ich bin auch mit. Ich habe bestimmt auch den W genommen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir fast sicher, dass ich den genommen hatte. Ich wüsste ja auch nicht, warum ich was anderes nehmen sollte. Ich träume von vergangenen Zeitaltern. Aber es wäre sehr lustig eigentlich, wenn dein. Warte mal, wenn die sich zu einem großen Drachen jetzt verwandelt, ne? Ist ja es dann. Was ist denn das dann, wenn die das Flammendingsbums macht? Der Boden, brennt der dann immer noch? Ja, klar, auch blau. Ach, blaue Flammen. Ja? Ey, könnt ihr denn nicht einfach die Gegner dann eineisen? Weil dann kann ich nämlich permanent mein E da drauf werfen. Ja, stimmt, da wollte ich dich eh fragen. Bei Anivias E hier, dieser Frostbiss müsste das ja sein, ne? Ja, ja, genau. Wenn der Gegner dann eingefroren ist, macht das Ding dann noch mehr Schaden. Ja klar, so spielt man Anivia ja eigentlich auch. Dass alle anderen Attacken, die du sonst mit Anivia machst, ist nur das Initialisieren für den E. Ja, darum frage ich ja, weil hab zwar Anivia damals auch gespielt, aber ich habe das einfach nur die ganze Zeit Dauerspam gemacht. Ja, du kannst halt den Eisball, den kannst du ja selber zünden, wo der explodieren soll. Und ja, demnach kannst du mit dem Eisball im Endeffekt doppelten Schaden machen, aber der Eisball hat halt 10 Sekunden oder ja, am Ende hat er irgendwie 10 Sekunden Abklingzeit und der Frostbiss, der hat halt nur knappe 5, ne? Also so, und am Ende sind es so 4 irgendwas. Und von daher eigentlich, jo, eigentlich unter einigen Umständen schießt du mit dem Eisball mit Absicht daneben, damit der Gegner näher an dich rankommt, du mit dem Ulti treffen kannst. Und dann direkt den Frostbiss hinterher schießt. Nett. Alles andere sind eigentlich, also, wenn du irgendwie anders spielst, weiß ich nicht, dann machst du eigentlich meistens was falsch. Weil im Normalfall ist alles... Nee, ich hau einfach nur durchgehen mein E auf ihn. Oder nee, auf das ist falsch. Weil du, sobald der Gegner eingeeist ist, machst du halt doppelten Schaden. Okay. Let's go.
Wen hatten die jetzt noch mal im Jungle? Rengar. Rengar. Ach so. Ja, der ist genauso lang. Ah, da ist er sogar schon. Mhm. Ja, gerade erzählt bekommen. Oh ja. Warte, ich bin auch tot. Ja, du musst dich beeilen, weil sonst bin ich tot. Ich bin auf jeden Fall tot. Konntest du dich nicht flashen oder so? Ich war schon draußen. Wofür denn? Weil ich hab mich unterm Tower ziehen lassen. Oh Mann. Ja, aber nicht so der Hammer, aber naja. Und leider war der Rengar gerade außer genau diesen Nanometer außer Reichweite für den Tower. Ansonsten hätte ich den nämlich gerade gekriegt, aber pff, scheiß drauf. Machen wir gleich alles noch. Sich jetzt gekauft. Ah, oh, null Magiemantel, echt. Sei doch mal einfach billig, ey. Sei doch mal einfach billig. Die sich null Magiemantel. Okay, Rengar ist schon wieder in der Mitte. Nee, du hast ja auch das eine. Bitte? Du hast ja auch das Ei nicht mehr. Ja, klar, aber ist ein bisschen lame jetzt mit dem Babysitten, aber ist okay, machen wir gleich alles schon. Ja, sonst kauft ihr mal ein Wort für die Mitte. Werde ich nicht rumkommen, glaube ich, ne? Ja, er kam jetzt die ganze Zeit von oben. Hat die denn jetzt einen Kill? Ja, die hat einen Kill gekriegt, scheiße. Und die kriegt so ordentlich ins Gesicht eigentlich gegen mich alleine, ne? Ja, kannst vergessen, Baby. Er ist doch bestimmt schon wieder auf dem Weg hierhin. Der Billo. Ne, der ist oben. Ne, der ist Dublin. Sollen wir den mal abfangen? Nee, passt schon. Ich will den umbringen, weil er mich gerade eben umgebracht hat. Ah, ich weiß nicht, ob ich da rechtzeitig hinkomme. Im Ernst? Na, okay. Nein, jetzt echt. Huh, Junge! Dead Fail Flash! Dead Fail Flash! Super! Ein Gegner wurde verbunden. Okay.
Wir spielten genau 1-1, okay. Naja, komm ich eigentlich mit klar. Aber ich habe Mitte Mist, passt bitte auf, egal wo ihr seid. Das läuft noch eine Weile lang. Kannst ja sowas von knicken. Nächsten Blue kriegst du, ne? Ja, wäre ganz cool. Aber Mittehilfe wäre gerade auch cool. Der war schon wieder in der Mitte, dieser blöde Penner, ne? Ja, beide sind genauso pre-made wie wir beide. Nein, das glaube ich nicht. Doch, sind sie. Nur, dass ich halt nicht ganken kann, sondern dass ich farme. Ja, aber ich bräuchte gerade einen Gank. Machen wir sofort. Hat sie Ulti raus? Nein, leider nicht. Ja, dann... Das mit dem Ganken immer so eine Sache. Weil ich kann dadurch... Wenn du ein Q triffst, dann gerne. Ja, aber ich hab jetzt keine Mana mehr. Also ich müsste jetzt eigentlich abbauen. Ich befürchte, sie divet mich sonst. Du musst ja wie gesagt nur ein Kill treffen. Ja, und heute ist raus. Ah, ich hasse dich geweckt. Dem Rengas. Ah, nicht mehr. Da hättest du doch alle. Ich hab kein Mann. Du bist eine Anivia. Guck mal, hättest du einen Cage gehabt oder so ein Scheiß? Ja, scheiß drauf. Nee, nix scheiß drauf. Klar, hätte ich einen Cage gehabt. Hätte ich einfach mehr, hätte ich einen Blue gehabt, dann hätte ich jetzt Mana. Hättest du Cage gehabt, dann hättest du auf jeden Fall Mana. Aber dann würde ich nicht so viel Schaden drücken. Mann, Leute. Was kriegt man durch einen Cage? Mana-Rack. Was kannst du mit deinem Mana-Rack machen? Lass dir mal überlegen. Fähigkeiten einsetzen. Ja, okay, aber... Stimmt. Aber dir reckt nicht so schnell nach, wie ich Schaden machen muss. Am Anfang. Ha, Dead Ringer. Kriegen wir gleich alles hin. Ganz ruhig. Müssen wir halt ein paar Mal über den Rengar umbringen auch. Du musst, glaube ich, oben gleich mithelfen. Ansonsten... Ich verstehe nicht, warum der Würfen gerade Hilfe braucht. Die hat eine Doppelkill rausgehauen. Jetzt verlangt sie nach Babysit. Das ist so abartig. Diese blöden Minions, Mann. Ja, ich gehe momentan schwächer aus den zwei Kämpfen raus als die. Das packt mich gerade ein bisschen ab. Okay, aber die hat auch einen Vorteil einfach. Durch die Gangs, die sie hatte. Für Freljord gebe ich 1000 Leben. Ah ne, doch nicht. Da ist sie wieder. Womit hat die sich gelife-raked? Was? Warum? Was? Warum? Hä? Der Gegner hat einen Turm zerstört. Da ist der unten. Unten ist der Rengar. 32 Sekunden bis ich. Okay. Warum läuft die Janna hoch? Tut sie gar nicht läuft. Sie hat gewordet. Okay. Rengar ist schon wieder Miss. Rengar ist schon wieder viel zu lange Miss vor allem. Ich
Rengar geht nach oben. Der lief gerade hier lang. Na, mhm. Doch nicht. Ah, okay, macht er doch nur einen Dschungel. Muss ich leider mal ein bisschen passiv spielen jetzt, um meinen Nachteil wieder aufzuarbeiten. Der Tower greift sie einfach nicht an. Okay, alles klar. Hast du Teleport? Ja, aber erst in ein paar Sekunden. Ja, wegen Backport. Ja, das ist kein Problem. Sieht aus, als bräuchten die unten gerade Hilfe. Oh mein Gott, warum? Na, ich hab mal ein Ei. Nein, nimm doch den anderen. Warum hat die das überlebt? Wie? Du frag mich nicht. Wie? Impossible! Hier, kommst du mal deinen Blue Apple? Ja, könnte ich echt gebrauchen jetzt. Jetzt läuft das. Jetzt läuft das. Oh, warte, ich muss runter. Boah, Tristana, du musst doch was machen. Ja, pass auf, ne? Midlane fehlt und alles. Boah, ab jetzt kann man richtig schön anfangen, die Gegner abzuschlachten. Schön, du hast nochmal Geld besorgt. Kommst du weg? Ja, bestimmt, ne? Oh, pass auf. Oh, Ari. Lauf. Ja, ey. Dead Ho. Mehr brauche ich dazu jetzt nicht sagen. Meine Fresse. Nein, Hilfe. Sinn in jeder Schneeflocke.
Okay, die will anscheinend nicht. Ich komme wieder runter. Ah, fuck it! Warum laufe ich da auch lang? Ja, wo ist Triss? Die ist... auf AFK-Farm. Triss, Hanna ist gerade was anderes zu tun gegangen. Gewesen. Ja, AFK-Farm, habe ich doch fast gesagt. Ja, aber... Ein Gesender! Okay. Nein, lass mein Tower in Ruhe, lass mein Tower in Ruhe! Der ist weg. Oh, what the fuck! Ja, ich glaube, das letzte Spiel, das lief zu gut. Wir haben halt nur das Late Game jetzt. Ah, pass auf, kommst weg, kommst weg, kommst weg. Nein. Ich komm da nicht weg. Oder? Oh, Tatsache. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Gegner wird zum Berserker. Oh, was machen die denn da? Oh, was machen die denn da? Oh Mann, was macht der da? Warum? Das ist so dumm. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Eine Riven, die ein Gnar feedet, okay. Heißt, die Ari war jetzt mittlerweile leider schon überall aktiv. Ah, die will nicht mit mir spielen. Aber wollte die ja schon von Anfang an nicht ohne ihren Rengar. Ich möchte jungeln. Er ist tot. Wahrscheinlich schon. Nein, da laufe ich nicht weiter rein. Nein, da laufe ich nicht weiter rein. Das ist nicht gut. Was mache ich? Was mache ich? Ha, zur ersten Lernstab, glaube ich. Geht nicht anders. Diesmal zur ersten Lernstab. Die Riven ist schon wieder drauf gegangen. Okay. Okay. Mir fällt gerade was auf, ich habe endlich Fairy Flare fertig. Wow. Ich bin gerade so begeistert. Du hast sie jetzt schon fertig? Ich hätte sie vor 7 Minuten fertig haben müssen. Aber durch 4-mal sterben und... Ja. Pass auf, das ist überall Mist. Ja, ja, ich weiß. Deshalb ist ja auch... Kollege Rengar wird wohl... Ah, nee, okay. Die gehen jetzt zum Drachen.
Okay. Ja, ja. Also ich verschenke jetzt keinen Tower, ne? Also. Was geht genau? Wolltest du spielen? Ein Gegner wurde getötet, das höre ich natürlich gerne. Gegnerische Doppeltötung höre ich dann nicht so gerne. Und da kommt der genau. Kann ich da noch hin? Ja, genau, weil der Tower dann aufhört zu... Oh Gott. Ach ja. Ich glaube, das ist heute einfach nicht so der Tag von Tristana. Was spielt die denn mittlerweile? 5-4. Naja, ja. Okay. Kriegen wir noch hin, kriegen wir hin. Ich bin Optimist. Ich bin immer optimistisch. So. Egal was passiert. Christian Renger. Ja, sauber. Los, beiß ihn. Beiß ihn. Tschüdin. So, Gnar kriegt er bestimmt auch, oder? Ihr seid zu zweit. Nein, kriegen wir nicht. Hä, warum? Ja, wie, was, warum? Würfen verkackt es gegen ein Gnar. So. Geh zurück. Geh doch bitte zurück. Geh doch bitte zurück. Ha, what's the problem, my friend? What's the problem? What's your name and what's your number? Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Da gehe ich dann nicht mehr hin. Ich bin ja echt für Teamplay und sich für die anderen einsetzen und hast du nicht gesehen. Aber offensiv sterben finde ich scheiße. So, und jetzt die Mütze. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Das ist genauso wie letztes Shyvana und Leona Game. Meinst du? Late Game. Ja, okay. Einfach nur Late Game. Ja, gut, machen wir. Machen wir halt Late Game. Ja, müssen wir. Ja, machen wir halt. Weil sonst können wir jetzt schon surrendern. Nee, machen wir. Ja, surrendern gibt's nicht, surrender. Wenn du halt Late Game sagst, dann okay, dann machen wir halt Late Game. Müssen wir ja leider. Ja, ich wäre auch lieber dafür gewesen, dass die am Anfang mal einen ehrlichen 1 gegen 1 Kampf macht und dass die dann drauf geht, wie sich's gehört, aber. Nee, ich spiel nicht ohne meine Miezekatze, bla 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 bla. Okay, hier ist keiner. Da ist jemand. Lasst uns aufsteigen. Da ist Ari. Da wird sich geportet. Genau. Ah, fuck it.
Hä, von was? Ah, okay. Hä, auf was hatten die Tristana denn jetzt geschossen? Ja, okay, tot. Hallo? Wer denn? Oh mein Gott. Jetzt ist die Tristana unaufhaltbar. Willst du mich verarschen? Ja, die... Pass auf. Später kommt... I kill you. Ja. Etwas Uraltes blüht. Nimm den Bluma selber. Das bringt mir ja nichts. Das bringt dir vom Level her was. Und von der Kohle her. Ja, kannst du mal da kurz ein Wort hinsetzen? Ich hab meinen gerade verwendet. Leider keinen mehr über. Da ist wer und da ist wer. Okay. Ja, ich würde sagen, dann, wenn die sich da so aufgeteilt haben. Ah, da ist noch einer, da ist noch einer. Okay. Der Schwarze, der soll uns nur locken. Da ist die Mietekatze. Und da ist der Ari. Ich komm zu spät. Ja, ich komm zu spät. Port Waste. Schön. Ich könnte die leider noch nicht baiten. Okay, dann gehe ich da doch nicht hin. Lasst uns aufsteigen. Ah, fuck. Hinter dir, hinter euch, hinter der... Ja. Da ist eine Ari noch. Fuck it. Gibbys. Ja. Ja, Riven weiß ich auch nicht, was das soll. Aber naja. Jetzt ist die Tristana in der Mitte alleine. Ja, super. Oh, fuck it. Ich fresse den Blitzcrank noch. Hat die jetzt echt gut Job Feeding Rengar geschrieben? Finde ich süß. Ja, finde ich süß. In
Unser Inhibitor-Wort ist ja schön, das ist natürlich auch schön. Ja, genau, jetzt als nächstes Riven Fifth Time. Ja, genau. Sowas muss auch noch kommen. Ja. Late Game, auf jeden Fall, Mann. Wir machen das. Was hat dir denn gerade eben den meisten Schaden gemacht? Konntest du das einsehen? Oder hast Mir macht momentan Ari am meisten Schaden, aber sie hat Deathfire eingesetzt. Okay. Durch den True Damage oder durch das Deathfire? Beides. Okay. Ja, die ist nicht schlecht, aber die ist auch nicht so gut. Die hat halt nur ein Premade am Start oder weiß ich nicht, den Jungler auf jeden Fall, der da direkt von vornherein die ganze Zeit da war. Ja, und ich bin ein Jungler, der die meiste Zeit hier wegen Perfect bei Late Game und so, okay. Wollen die mich verarschen? Was macht die hier? Verpiss dich. Alter, ich glaub's nicht. Der wollen nicht mal reinspringen. Nee, nichts da aufgeben, gibt's nicht aufgeben. Hier auch rein. Was? Ach Mann, ich hasse dich. Gibt's nicht aufgeben. Wenn wir verlieren, verlieren wir halt. Aber dann bestimmt nicht kurz bevor die sowieso gewinnen würden, gebe ich doch nicht auf. Was für ein billiges Ding ist denn das dann? Das Bild der Schande, weißt du? Was? Oh! Da... Oh, verwandelt er sich genau in der Sekunde, wo er hätte sterben sollen. Naja. Ja, okay. Wir bannen Gnar nun noch, okay? Der hat jetzt gerade einfach mal plus 700 Leben bekommen. Ja. Ja, war jetzt... Ich habe ja gerade eben gesagt, also Evelyn oder Gnar. Und dann sagst du Evelyn. Ich so, okay. Ja, wusste ich jetzt, dass er Gnar kommt, der spielen kann? Nee, gleich minus 19.